Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. In diesem Video schauen wir uns eine Gameplay-Demo an, und zwar von Space Marines 2, was uns ungefähr im letzten Quartal dieses Jahres erwartet. Ob es da denn wirklich released wird, wird sich zeigen. Aber ich denke, die Demo kann man sich ganz gut mal geben. Ich kenne sie noch nicht. Das Ganze spielt, soweit ich weiß, auf zwei Planeten während des vierten Tyrannidenkrieges, glaube ich. Wir sind Captain Titus und versuchen natürlich, diese Planeten von den Tyranniden zu befreien. Ich glaube, mehr Informationen benötigt ihr gar nicht, denn jeder kennt, glaube ich, Warhammer 40k. Und wer es nicht kennt, der guckt jetzt einfach zu. Und damit wünsche ich euch viel Spaß und los geht das Ganze nach dem Intro. Ja, Freunde, und damit beginnen wir auch schon. Wir gucken das Ganze bei WildGamerSK. Ich habe keine Ahnung, ob der öfter Demos hochlädt. Ich habe das jetzt hier nur gefunden. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Zusammenschnitt aus mehreren Gameplay-Szenen. Wir schauen einfach mal rein. Alles Weitere im Intro. Da wurde nochmal erklärt, was das überhaupt jetzt genau ist und so weiter. Und wir gucken das Ganze auf 4K natürlich. Und los geht's. Also erstmal muss man sagen, das sieht schon ziemlich krass aus, ne? Also das sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Aber man sieht unten auch Work in Progress, also das Ganze ist natürlich noch nicht fertig. Ich glaube, das soll auch erst zum Ende dieses Jahres rauskommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das sieht schon richtig, richtig gut aus, ne? Das erinnert sehr an Gears of War, obwohl eben diese Warhammer-Teile um einiges schneller sind, ne? Das muss man ganz klar sagen. Also dieses Universum ist richtig, richtig geil. Damals, wer sich an die ganz kleinen Warhammer-Figürchen vielleicht noch erinnern kann, die Elder und so weiter, ja, das war schon eine lustige Zeit. Aber wir gucken mal weiter. So, und was auch hier ein großer Unterschied ist zum ersten Teil, das sieht man sofort, wir kämpfen gegen die Tyranniden, anstatt, ich glaube, gegen die Orks, ne? Im letzten Teil haben wir, glaube ich, gegen die Orks gekämpft und jetzt anscheinend gegen die Tyranniden. Changing magazine. Okay, man sieht, also es sind mehrere Zusammenschnitte. Sowas habe ich mir schon gedacht. Wie gesagt, ich habe mir die Demo noch nicht angeguckt, aber ich denke, man könnte da so ein bisschen was sehen. Eben hat man zum Beispiel gesehen, dass es relativ blutig war und ich glaube, man konnte sogar die Leute zerteilen. Und das konnte man, glaube ich, im alten Teil noch nicht. Changing magazine. Und wie geil der Bolter aussieht, ne? Also wie geil der auch schießt und so. Das haben sie schon richtig, richtig gut gemacht. Muss man schon sagen. Let us get to work. Reload. Was man auch sagen muss, ist, dass hier richtig viele Gegner auf dem Bildschirm passen, ne? Also durch diese neue Engine ist es anscheinend so, dass hunderte Gegner ja, auf uns zurennen können oder eben gleichzeitig angezeigt werden können. Was einfach nochmal so rüberkommt, als würde man sich da wirklich befinden. Weil man weiß ja, wenn man die Bücher und sowas gelesen hat, dass die Tyranniden, ja, dass das Millionen von Tyranniden gibt, ne? Oder ganze Galaxien voll. Reloading weapon. There they are, the orbital guns.
Deploying frag grenade. So, da hat man das jetzt zum ersten Mal gesehen, man kann die Leute zerstückeln. Und ich bin der Meinung, dass man das davor nicht konnte. Aber wir gucken mal weiter. Reloading weapon. Das sieht wunderschön aus, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Auf 4K, wunderschön. Ich lade das zwar nur in 2K hoch, weil es einfach dann kleiner ist, aber es ist in 4K aufgenommen. Also minimaler Unterschied vielleicht. Serve your Emperor, soldier! Into position, men! Do not let them surround you! What are they doing? Hey, das sieht richtig krass aus, ne? Wie der Heavy Bolter da ballert und dann hier die ganzen Hülsen runterfallen. Also die haben sich richtig Mühe gegeben, auf jeden Fall. Trying to get up here! Take them down! Unrelenting attacks make a counteroffensive difficult. We shall take care of that. Was mich hier auch mega interessieren würde, können wir hier überall hingehen? Oder ist das nur so ein Schlauchlevel? Und das ist hier so einfach nur für die Optik. Weil das ist es ja meistens leider. Und da sieht man einfach nochmal den Vergleich zwischen einem Space Marine und einem Menschen, ne? Also wie groß die sind, die Unterschiede. We will assist in the defense. Very good, my lord. Here they come. Da hat man es auch gerade gesehen, ne? Er hat ihm, glaube ich, den Kopf abgehackt. Also, man kann die Leute zerstückeln, was halt richtig cool ist. Reload! Intelligence reports multiple swarms closing in. Direct us to them. Sending coordinates to your Auspex display. This will serve me well. My lord, we are preparing an airstrike. Can you hold the enemy in place until it hits? Consider it done. Leave not one of them standing. Das ist auf jeden Fall ein ganz schönes Gemetzel, wie man sieht. Man muss dazu aber sagen, das ist halt auch nur so ein Spiel, ne? Also man läuft nur rum, hat vielleicht ein paar Fähigkeiten, ein paar verschiedene Waffen und schnetzelt sich dadurch die Tyrannidenhorden. Und mehr ist es dann wahrscheinlich auch nicht. Also man muss sich auf sowas einstellen natürlich. Come on!
Aber man sieht das, was es machen soll, das macht es wirklich gut, ne? Also die finnischen Kills und so, die bocken schon. Guckt euch einfach mal an, was da für Horden auf uns zukommen. Und das macht halt, glaube ich, die neue Engine, ne? Müsste das sein, die das eben möglich macht. A direct hit, Major. Angels! We're saved! Holy terror. Oi! Those are some real Empress Angels now. You would desert your post, Guardsman. No, Lord. Never! We've locked them in. We could do no more. Open the gate. Hatte der alte Teil eine USK 18 Freigabe? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube schon, also der hier dann wahrscheinlich auch, ne? Yes, my lord. Open the orbital guns are on the other side of the swamp. Be alert. The Tyranids will be lying in wait. Very good. This must be where the swarm originated. These abhorrent husks are everywhere. Living organic machines. Indeed. Their ships, these pods, ruined. Their very existence is heresy. We shall thin their numbers today, brother. Also ich finde, hier sieht man sehr gut den Unterschied zwischen Gears of War und eben Space Marine. Denn der Space Marine ist viel agiler, das sieht man eben an den Bewegungen, ne? Hier gab es gerade so eine kleine Parallelen zu Doom, ne? Man hat gesehen, die Leute fangen an zu leuchten, wenn man sie sozusagen bewusstlos geschlagen hat, so dass sie eben gefinisht werden können. Carefully. The spores detonate when threats draw near. Then let us take the advantage and destroy them. Reload! Jetzt aber mal kurz eine andere Frage. Kämpft man nur gegen Tyranniden oder kommen da auch vielleicht noch die Nörgel oder das Chaos dazu? Das würde mich mal interessieren. Weil ich finde, nur gegen Tyranniden ist vielleicht ein bisschen einseitig, ne? Changing magazine. Also ganz ehrlich, auch wenn es vielleicht nicht das beste Spiel werden wird, auf jeden Fall wird es eines der schönsten Spiele. Guckt euch einfach nur mal an, wenn er durch das Wasser geht, wie krass da sich Wellen bilden und so. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Reloading weapon. Ah!
reservations about your reinstatement. There could be questions. That'll be a problem. No, Captain. Tyrannus! My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Come forth and be slaughtered! Was man da eben nochmal gesehen hat, anscheinend gibt es auch andere Schwerter als das Kettenschwert und ich glaube, das war ein Energieschwert. Also da kommen anscheinend noch relativ viele Waffen auf uns zu. Das finde ich ziemlich cool. Open the gates. Care to see who can slay more Xenos for the Chiron? I thought a beast of that stature would offer more sport. Hold them back, dammit! For Ultramar! For the Emperor! Okay, das sind jetzt die Trailer, die man schon kennt. Ich lasse sie trotzdem mal laufen, für die Leute, die sie vielleicht nicht kennen. Company Command! This is First Platoon! We've lost the square! We can't hold it! Space Marines sehen so krass aus, ne? Mit ihren Kettenschwertern. Das erinnert mich so ein bisschen an die alten Call of Duty Teile, wo man immer durch die Lager läuft und dann die ganzen Panzer und so da rumfahren. Hold your nose, lad. Bastards can poison you with a stench alone. Oh, Empress teeth. Damocles, we are inserting into the jamming radius now. Understood. Damocles out. You need not concern yourself with me, Lieutenant. Disappear like that again, and you'll be facing the Master of the Watch. I understand. Sir, why did you not tell us of your penance earlier? It was not your business. And now it is. You have made it so.
throw suspicion and intrigue. Stand aside. Auch die Umgebung sieht richtig geil aus, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, mit diesen riesen Kirchen und sowas. Das haben sie schon echt ziemlich cool gemacht. Was sind das hier für Teile? Sind das Nester? Wer das weiß, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Ziemlich geil ist hier, die ganze Rüstung ist voller Blut, ne? Warum die Tyranniden rotes Blut haben, weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich glaube, sonst haben die grünes, oder? Oder ich vertue mich da. Spores collapsed the bridge. There's no way through. I may have an alternate route. Proceed. Transmitting to your all specs now. We'll need to clear this debris. Wie geil sich das hier auch alles bewegt, ne? Hier das Teil, also hier der Schädel, hier dieses, ich weiß gerade gar nicht, was das hier ist. Auf jeden Fall auch das hier, alles bewegt sich richtig. Das sieht schon ziemlich gut aus. Sieht immer, die Zweitwaffe ist so eine Plasmapistole. Die sieht auch ziemlich cool aus, ne? Also so richtig so blau.
lädt sie sich auf. Das haben sie echt schön gemacht, muss man einfach sagen. Ne? Also die Grafik ist wirklich ziemlich, ziemlich gut. Was mich interessieren würde, ist, glaubt ihr, es gibt verschiedene Rüstungen, also auch Terminator-Rüstungen und sowas? Oder kann man nur diese normale Space Marine-Rüstung, ich glaube Ultramarines sind das, haben? Oder kann man die weiter ausbauen? Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, ob das beim alten Teil so war oder nicht. Eine Sache noch, auf jeden Fall kann man hinten einen Sprungrucksack drauf machen, ne? Das hat man ja schon gesehen. Oder das ist eben levelabhängig, das weiß ich natürlich nicht. Was ich auch ganz cool finde, ist, dass überall immer Leute stehen, die dir helfen. Und anscheinend können die auch sterben, wie man das eben gesehen hat. Das finde ich, macht die Atmosphäre einfach nochmal viel realistischer und viel besser wirkend. So würde ich das sagen. Defenders of Mankind. Against the horrors that dwell in the darkness. While we draw breath, we stand. While we stand, we fight. The angels of death. We are the blade drawn against the endless night. Nothing will survive our wrath. Okay, das scheinen jetzt nur noch Bilder zu sein. Ich werde jetzt mal ganz kurz vorspulen. Mal gucken, ob jetzt noch irgendwas kommt. Nee. Das scheint es gewesen zu sein. Ist hier vielleicht noch was? Nee, auch nichts. Ja, Freunde, ein sehr interessantes Gameplay auf jeden Fall. Oder eine Gameplay-Demo. Man hat da so einiges gesehen. Was für mich jetzt die Frage ist, es gibt zwar verschiedene Waffen, aber sind die levelabhängig oder kann ich mich immer ausrüsten, je nachdem, wo ich hingehe? Und da einer vielleicht ein bisschen Ahnung von hat, der kann das ja gerne mal hier in die Kommentare schreiben. Und
Wie wird das Game sein? Wird das sehr eintönig sein, weil immer nur Tyranniden kommen? Oder wird es da eben viel Abwechslung geben, dass vielleicht noch andere Völker kommen, wie Nurgle oder Chaos oder was auch immer? Das würde mich auch sehr interessieren, weil nur Tyranniden die ganze Zeit, das könnte schwierig werden, ne? Dass das sozusagen, dass man da Spaß dran hat. Und dass halt auch der Spaß bleibt, ne? Dass der Spaß bleibt. Ich meine, nach 3 Stunden oder so hat man wahrscheinlich dann keine Lust mehr, sich da durchzuprügeln, ne? Ist auf jeden Fall bei mir der Fall. Ob das bei euch der Fall ist, weiß ich natürlich nicht. Aber sonst sieht das ja ganz hübsch aus, ne? Also kann man nicht anders sagen. Und wie gesagt, man muss einfach schauen, was da alles noch so kommt. Ich glaube, das soll erst im letzten Quartal des Jahres kommen. Und damit war's das. Falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt oder so, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielleicht habe ich Sachen übersehen etc. Ansonsten war's das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend in diesem Fall. Und dann hören wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.